Aufgrund Ihrer Aussage können wir auch ausschließen, dass Frau Terbach und ihre Tochter in irgendeinem Zusammenhang mit der Tat dort stehen. Die Puppe war in der kriminaltechnischen Untersuchung. Die Kollegen haben sie untersucht, ob irgendwas Besonderes dann ist. Dann wurde uns die Puppe auch nochmal ins Büro gebracht. Wir haben sie so nochmal in Augenschein genommen. Das ist das Püppchen. Und zwar haben die jetzt soweit keine verwertbaren Spuren gefunden. Die haben halt auch mal drinnen geguckt, ob es da noch irgendwas gibt. Deswegen ist auch der Arm ab. Seit wann gibt es denn für Puppen Friesennerze, sag mal? Ja, die ist auch getragen, die Kleidung. Die Kleidung, und das war das Interessante an der Sache, das war keine Puppenkleidung. Das war also ganz klar Kleidung, Kinderkleidung in Größe 104 für ein 2-, 3-, 4-jähriges Kind. Und zudem war noch eine recht interessante Entdeckung zu machen. Ich habe hier was. S.W. Initialien. Also, geh mal in die Unfalldatei, in die Historie und guck mal, ob du was findest. Die Kommissare vermuten, dass ein Kind mit den Initialen SW in einen Unfall involviert gewesen sein könnte. Boris, ja? Ich fahr mit dem Flo wieder raus. Wenn es noch irgendwas gibt oder so, dann funkt er uns an, ne? Jo. Einen habe ich hier mit Kind. 2001. Wann? Ja. Wie alt war das Kind? Sag mal, welche Initialen waren das? S.W. Fahrzeuglenker war ein Herr Mike Wüst. Wir sind dann in der Recherche darauf gestoßen, dass einer der Unfallbeteiligten Mike Wüst heißt. Ein Unfall, wie gesagt, aus dem Jahr 2001. Er ist damals mit seiner Frau und seiner Tochter schwerst verunglückt. Seine Tochter Sophie Wüst wurde damals schwerst verletzt. Und das passt natürlich perfekt zu den Initialien S.W., die mein Kollege gefunden hat. Was war denn mit dem Kind? Hast du schwer verletzt? Mehr weiß ich nicht. Ja, den Todesan, wenn das verstorben wäre, das Kind. Dann hätten oder wir das da in den Akten. Dann hätten wir es ja drin. Also bei schweren Verletzungen kommt nichts nach. Nee, aber... Ja, schreib die Adresse auf. Habe ich. Sofort brechen die Polizisten zu der im Jahr 2001 verunfallten Familie auf. Die aktuelle Meldeanschrift führt die Kommissare zu einem verlassenen Gehöft am Stadtrand von Duisburg. Was haben wir denn hier überhaupt? Es macht jetzt nicht den gepflegtesten Eindruck ad hoc, ne? Bei unserem Eintreffen ist uns aufgefallen, dass das Anwesen hier doch mit Verlaub ziemlich runtergekommen ist. Offensichtlich hat der Besitzer hier keinerlei Mühe mehr in Angriff genommen, um das Haus, den Hof ein bisschen aufrechtzuerhalten. Ist also komplett verludert. Ob hier einer ist? Hallo? 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 Warte mal, hier ist eine Tür. Ja, hier, der Stall ist auf. Lass mal reingucken. Vielleicht ist hier einer. Ja, ist ein Pferdestall. Eckart? Komm mal. Ja. Hallo? Puppenarm im Stroh. Und Puppendings. Der Puppenarm ist für die Polizisten ein erstes Indiz, dass ein Zusammenhang zum falschen Kind am Unfallort bestehen könnte. Sie rechnen jedoch nicht mit Hinweisen, die noch erschreckender sind. Hallo? Oh, ach du heiliger Strohsack. Als ich nach oben schaute, da stockte mir der Atem. Boah, ist das gruselig. Sowas kenne ich nur aus dem Film. An der Decke hingen mindestens 50 oder mehr kleine Puppen, regelrecht stranguliert. Ein grauenhaftes Bild, absolut anormal, psychopathisch. Mir wurde eiskalt, mir lief es eiskalt den Rücken runter. Egon von 3216. Egon hört. Wir bräuchten hier am Einsatzort einmal die Kollegen zur Unterstützung. Ob dieser ganzen aufgehängten Puppen, war uns klar, derjenige, der uns hier erwartet, der war nicht mehr Herr seiner Sinne. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, in jedem Fall Verstärkung herbeizurufen. Alter, ich kriege eine Gänsehaut. Ha? Nee. Was? So hast du noch nie gesehen. Wer macht denn so? Das ist ja gruselig bis zum Gehtnichtmehr. Also, ich habe das ganz dumpfe Gefühl, wir sind hier nicht verkehrt. Also der Typ hat auf jeden Fall nicht mehr... Was? Herr Wüst! Ich habe 30 Sekunden zu verschwinden, sonst passiert was! Herr Wüst! Kriminalpolizei Duisburg! Die Stimme kam aus einem Lautsprecher, was am gegenüberliegenden Haus angebracht war.
Es war ziemlich undeutlich, aber es war so in dem Sinne, verlassen Sie mein Haus, Sie haben 30 Sekunden das Gelände zu verlassen. Als wir das hörten, haben wir uns dann natürlich als Kriminalpolizei zu erkennen gegeben und Herrn Wüst aufgefordert, sich am Fenster zu zeigen. Komm hier, der hat ein Gewehr! Alter! Du bleibst da. Herr Wüst, hören Sie auf mit dem Schießen! Ich gehe links raus, zu dem Pfeiler. Herr Wüst! Jetzt! Herr Wüst, hören Sie auf zu schießen, sonst erwiege ich das Feuer! Kollegen, komm! Ich gehe vor! Ja, warte, bis Sie da sind! Werfen Sie die Waffe weg! Herr Wüst, Kriminalpolizei Duisburg! Zeigen Sie sich am Fenster! Schusswaffengebrauch, ich gehe vor! Herr Wüst! Eckart, komm! Mein Kollege Eckert und ich sind dann in das Haus eingedrungen. Herr Wüst zeigte sich noch randalierend oben an der Treppe, versuchte noch in ein, zwei andere Zimmer weiterzulaufen, zu fliehen. Gott sei Dank konnte er aus diesen Zimmern im ersten Stock nicht mehr entkommen, sodass wir ihn festnehmen konnten. Hände an der Wand! Drehen Sie sich um! Umdrehen! Hände nach hinten! Oder so! Oder so! Hände hoch! Ja, ja, ja! Das könnt ihr, ihr Scheiße! Der überwältigte Mann ist der Familienvater, der vor 15 Jahren in einen furchtbaren Unfall verwickelt war. Augenscheinlich lebt er jedoch alleine. Was haben wir denn hier? Haben Sie hier geschlafen oder was? Was ist los? Rein da! Du dickes Ding! Lauter Kinderbilder! Ja, das ist mein kleines Mädchen! Ist das die Tochter? Ja, sicher, meine Tochter. Ist das die Tochter, die vor 15 Jahren verunfallt ist ungefähr? Ja. War das das? Ist das der Grund, warum Sie... Ganz Mädchen. Haben Sie die Puppe auf die Landstraße gestellt, auf die Bergische Landstraße? Das hat Ihre ganze Kindheit versaut. Ist das der Grund gewesen? Haben Sie die Puppe dahingestellt? Herr Wüst. Ist das die Regenjacke Ihrer Tochter Sophie gewesen, die gelbe Regenjacke? Ja. Herr Wüst, warum? Sie lebt zwar. Aber sie hat eine Reha zugebracht und niemand wusste, was aus ihr wird. Herr Wüst, das ist 15 Jahre her. Ja, 15 Jahre vielleicht, aber ich lebe heute noch unter diesen Folgen. Ja, und was haben Sie sich dabei gedacht? Ich meine, das ist eine blöde Frage. Aber... Man hat dabei gedacht, das kann ich Ihnen sagen. Es gibt immer noch solche Typen, die da rasen. Nach dem erlittenen schweren Verkehrsunfall und der anschließenden Reha der kleinen, schwer verletzten Tochter ist es so gewesen, dass sich die Ehefrau von Herrn Wüst mit dieser ganzen Situation, die sich da ergeben hat, überhaupt nicht mehr hat abfinden können. Sie hat sich von ihrem Ehemann getrennt, hat die Tochter mitgenommen und für Herrn Wüst ist die Welt komplett zusammengebrochen. Wie kann man so hausen, sag mal? Du musst dir das mal hier angucken. Hat er seit 15 Jahren hier gelebt? Ja, klar. Die alarmierte Verstärkung trifft ein und verbringt den Vater auf die Wache. Dort wird er in Gewahrsam genommen. Unglaublich. Wann ist das letzte Mal auf dich geschossen worden? Da kann ich mich kaum noch dran erinnern. Oh, jetzt wäre ein Kaffee gut. Einer? Da kommst du mit dem Kaffee nicht hin. Ja, los. Die Beamten beordern noch die Kollegen der Spurensicherung zum Hof des Verdächtigen, bevor auch sie zur Dienststelle fahren. Wenig später treffen sie dort auf die Mutter der Unfallfahrerin. Sie wurde über die Festnahme informiert und will sich bei den Kommissaren bedanken. Ich habe wirklich Angst gehabt, dass der Übeltäter das noch mal macht und dass wirklich mehr passiert. Ja, dann genießen Sie die Zeit mit Ihrer Tochter. Und tschüss. Und das nächste Mal kommen Sie hoffentlich heile ins Kino. Ja, das hoffe ich auch. Danke. Schönen Tag. Alles Gute. Das Unfallopfer erholt sich schnell und vollständig von seinen Blessuren. Der Familienvater wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angeklagt.